Na dann, nächste Gut. Kategorie. Warum Oh. mag ich das eigentlich? Ja, Man das kennt ist. es, man hat dieses Spiel, man denkt sich so, okay, es ist eigentlich nicht gut, es ist eigentlich merkwürdig, aber dennoch spielt man es gerne Ja. oder hat irgendeine bestimmte Beziehung zu diesem Spiel, wo man sich denkt, ich kann diese Beziehung nicht erklären. Das ist wie, weiß ich nicht. Also man könnte nicht sagen Liebe, aber man könnte aber auch nicht sagen Hass. Ja, man spielt es einfach und irgendwie macht es einem Spaß, aber man versteht nicht, warum es einem Spaß macht, weil man mit so einer Art von Spielen normalerweise nichts anfangen kann. Das ist sehr weird. Da gibt es bei mir jetzt vielleicht, die habe ich aber jetzt nicht eingefügt als Honorable Mention, auch noch das Spiel Stellaris, weil ich damit an sich mit dem Genre, mit diesen 4X oder wie die heißen, Strategiespielen, das sind ja keine Echtzeitstrategiespiele, kann ich an sich nicht so viel anfangen, aber Stellaris hätte ich trotzdem meinen Spaß mit. Aber es gibt ein Spiel bei mir, was da viel mehr in diese Kategorie passt, wo ich absolut keine Ahnung habe, warum ich da so viel Spaß habe. Und es ist 100% Orange Juice. Ich meine, allein schon der Name ist, also Also geil. man muss dieses Spiel, glaube ich, googeln, glaube ich. Also ich. Also es ist wahrscheinlich nicht so bekannt unter den Gamern, die jetzt nicht so im Anime-Bereich Spiele spielen, sag ich mal. Aber diejenigen, die es kennen, die verstehen vielleicht diesen Trick. Wie auch immer. Ich verstehe ihn auf jeden Fall. Ich würde ihn auch gerne bei mir als Honorable Menschen Ich einschließen. meine, 100% Orange Juice ist ein weirdes Anime-Brettspiel mit Karten und RPG-Elementen und wir Und spielen das einfach dafür, dass es nur so komisch gezeichneter Anime ist, ohne großartig Animationen oder sonst was. Da wir steckt haben eigentlich. auch nicht mal wirklich Kenntnis von der Lore dieses Ja. Spiels eigentlich, aber das Spiel macht an sich halt Spaß. Da steckt halt auch einfach, glaube ich, gar nicht so viel Arbeit drin, außer die Zeichnungen zu machen. Aber und das Spielsystem an sich scheint irgendwie. Also, meine Freundin hat dahingehend gemeint, solche Spiele wie Danganronpa zum Beispiel, die Animation zu machen, ist total einfach. Also, da gehört überhaupt nicht viel zu. Und 100% Orange Juice ist ja nicht mal wirklich Das ist animiert. Das ja sind ja noch einfach nur simpler. Sprites. Ja, das ist ja noch Das ist simpler. noch simpler. Dahinter steckt nicht wirklich viel Animationsmühe, ehrlich nicht. Und wir spielen dieses Spiel dafür viel zu oft, aber es macht einfach Spaß. Also. Ja. Also, ja, wie gesagt, das ist ein Brettspiel. Man würfelt, man muss Sterne sammeln oder Gegner töten, man kann es nicht so wirklich erklären. Aber es hat außerdem einen der besten Soundtracks, Ja, das die es je auch noch. gegeben hat. Der Soundtrack ist ganz nice. Kann man sich auf jeden Fall anhören. Aha. Yeah. Das ist Aber ein. gut. Das ist gut. Ja. Kommen wir zu dir. Leckere Orangensaft. Du hast an dieser Stelle gewählt Ja. Shadow the Hedgehog. Was created as the ultimate life form. Oh, Maria! Maria! Ja, Shadow the Hedgehog, Schatten der Igel. Es ist ein Spiel für PlayStation 2, GameCube, wie auch immer. Es geht um den allseits beliebten Edgy Eagle, den Shadow the Hedgehog, wie man ihn gerne nennt. Es ist, also, wie soll man sagen, es ist ein Spiel der Kindheit. Es ist wirklich nicht gut in der Mechanik. Nicht, sondern, also ich kann generell sagen, man ist Shadow. Man hat
Also man sucht seine Erinnerung und hat irgendwie mehrere Wege, die man gehen kann. Entweder man ist irgendwie in der Mission böse und geht so einen bösen Weg, oder man ist irgendwie neutral, oder man ist gut und so weiter und so fort. Je nachdem, was man macht, schaltet man verschiedene Enden frei. Und das Spiel selbst nimmt sich irgendwie nicht wirklich ernst, habe ich das Gefühl. Es ist einfach zu edgy für sich selbst. Man ist ein verdammter Igel in coolen Turnschuhen, der irgendwie eine Waffe mit sich nimmt und Leute erschießt. Und es ist einfach... Es ist halt typisch, selbst für ein Sonic-Spiel ist dieses Spiel einfach weird. Und es macht aber dennoch Spaß. Keine Ahnung. Ich weiß selbst nicht, warum ich dieses Spiel mag. Es ist nicht gut. Aber es ist einfach, es hat so diese gewisse Prise an Meme, an Mimigkeit, wie auch immer, die das Spiel einfach gut macht. In meinen Augen. Obwohl es das eigentlich nicht ist. Aber ja, mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen, außer Maria! Und wer das Spiel kennt, der versteht, was ich damit meine. Und jeder, der sich vielleicht mal ein bisschen mit dem Spiel befassen möchte, ich glaube, der sollte das Video von Keggy gucken, was der dazu mal gemacht hat, weil das ist auch so. Ja, doch, ich erinnere mich, das ist auch ganz gut. Ach ja, und wenn ihr in das Level kommt mit Charmy, dann haltet eure Ohrstöpsel bereit, weil Charmy ist ein Charakter, den man einfach nicht mag. Man wünscht ihm den Tod. Man will einfach, dass er stirbt und seine Klappe hält. Aber ja, genau. Ich habe eine Waffe. Ich habe eine Pistole. Das ist so dumm. Ich kann jetzt echt andere Menschen erschießen. Wow. Ah, genau so war das irgendwie. Wenn ich, glaube ich, die Soldaten töte, dann steigt die rote Anzeige. Dann bin ich böse. Und wenn ich die Dämonen töte, dann steigt die blaue Anzeige. Und dann bin ich gut. Oh yeah. Oh yeah. Guckt ihn euch an. Das sieht so dämlich aus.